Ja, hallo lieben, Christian Schimmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Meine Arbeit findest du auf liebeschipp.de. Mach die fucking Kurse, guck nicht nur die Videos. Ich analysiere mal wieder deine Datings-, Beziehungssituation. Kannst du auch mir schicken über das Kontaktformular auf liebeschipp.de. Nächsten Monat geht die Selbstliebe-Challenge wieder los. Und die Money-Challenge und es geht los. Hallo Christian, ich beschäftige mich schon lange mit deinem Content und habe auch schon gut an mir gearbeitet. Ich komme mir immer mehr auf die Schliche. Anfang des Jahres habe ich Mitte 30, einen anderen Mann Mitte 30 auf Tinder, schauen wir mal, wie es wird, kennengelernt. Er schrieb mich an, es war gleich ein schöner Flow und flirtiger Vibe zwischen uns. Ich war aufgeschlossen, noch eher zurückhaltend. Ich versuchte, alles Gelernte von dir anzuwenden und auch, was ich sonst gelernt habe, mich nicht gleich mitreißen zu lassen, doch auch nicht überkritisch zu sein. Die ersten paar Wochen gelang mir das ganz gut, was meine Selbstregulation anging. Es war schön kurzweilig, ich war aber nicht gleich Feuer und Flamme. Oh, bis hierhin alles ganz gut. Doch er hat etwas, was mich anzog und mich wohlfühlen ließ. Ich konnte authentisch sein und er ging mit. Er war bemüht und blieb dran, als ich mich nicht gleich so hingab. Er war lässig, aber doch nicht so ganz in seiner Polarität. Er erzählte recht schnell von seinem psychischen Problem, seinem zickzack-problematischen Lebenslauf. Ja, uns interessieren ja immer nur Fakten, Fakten, Fakten. Also was ist jetzt? Studienabbrüche, Kündigungen im Job. Also das ist schon ein großes Paket. Und jetzt kommt's: Kiffen und Koks. Wo soll da das Problem sein? Wo soll das Problem sein? Er war ehrlich mit seinen Lebensumständen und er wertete sich auch immer wieder selbst ab, wirkte aber reflektiert. Ja, was du ja schon wieder einen Fehler machst, das ist, also ich meine schon wieder zwischen den Zeilen zu lesen, dieses, ja, er hatte eine schwere Kindheit und das interessiert uns ja aber alles nicht so richtig, ne? Fakten, 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 das ist, habe ich ja auch in meinem Video, diesem 18-Punkte-Video neulich gesagt, einer von diesen problematischen Faktoren ist, dass man immer wieder Entschuldigung findet, wenn Leute eine schwere Kindheit haben, ja, deswegen muss er nicht kiffen und gucken. Und ja, also, und ich meine, jeder kann machen, was er will, also jeder macht mit seinem Leben, was er will. Legale Sachen, illegale Sachen, muss halt die Konsequenzen tragen. Nur ist immer die Frage, ist das ein gescheiter Partner für dich jetzt so, ne? Und das ist keine moralische Frage, sondern einfach kommst du damit klar, weil wenn jemand regelmäßig Drogen nimmt, dann ist immer, das ist wie ein Dreieck, das ist eine dritte Instanz im Raum. Das ist zwar keine Person, aber es ist dann die Droge. Und wie gesagt, das ist jetzt überhaupt keine Wertung. Jeder kann mit seinem, wirklich, das meine ich wirklich total ernst, jeder kann mit seinem Leben machen, was er will. Und wenn er meint, er braucht das, ist das seine Entscheidung, so letzten Endes. Und aber das ist nicht das, was man in SLAA, Sex and Love Addicts Anonymous, eine sichere Person nennen würde. Ne? Das kann man jetzt echt nicht sagen. Ne? Aufgrund unserer Harmonie, dem Gesprächsflow aus allen möglichen Themen und seiner großen Zugewandtheit, habe ich mich dennoch verliebt und mich bewusst für ihn entschieden. Er gab schon viel Gas. Aber schon zu Beginn hatte ich das Gefühl, dass etwas off bei ihm war. Ja, ich meine, den Fehler habe ich früher auch gemacht. Du suchst etwas, was off ist. Dabei ist das, was off ist, ist offensichtlich. Er nimmt Drogen. Und, aber gut. Ja, vor allem, ich weiß immer schon, wenn das thematisiert wird in so einer E-Mail, dann ist es nicht so, ich nehme mal einmal zum Mittsommernachtsfeier, weiß ich nicht, rauche ich mal einmal einen Joint oder so, sondern dann ist es meistens echt das Problem. Das ist so meine Erfahrung. Wenn das überhaupt thematisiert wird, in irgendeinem Kontext, ist es meistens ein echtes Problem. So, ne? Und der immer mal wieder sabotierte. Ich dachte sofort, Obacht, Bindungsangst. Ja, wieso Bindungsangst? Ja, der hat offensichtlich so viele andere Probleme. Da muss man jetzt nicht noch. Aber ich meine, ich habe das wirklich ganz ehrlich, ich habe das früher auch gemacht. Ich habe auch immer meine Freunde gequält und dann, was stimmt denn mit dieser Frau nicht? Und die, es ist offensichtlich, es ist offensichtlich. Und ich, nein, ich muss das noch herausfinden. Und naja, wir waren von Tag 1 täglich im Kontakt. Ich arbeitete in seiner Stadt und wohnte aktuell nicht mehr bei mir zu Hause. Dann lud er mich zu sich ein und meinte, ich soll auch gleich bei ihm wohnen. Ihr seid, also aus meiner Sicht, relativ jung. Okay, denkt man sich vielleicht, was, wo ist das Problem? Ich meine, das Problem ist wieder da, dass der Drogen nimmt. Und dass man sich vielleicht, ich meine, trotzdem kann man natürlich sagen, okay, ich gucke mir das an. Ich meine, ich kann euch das nicht empfehlen, wenn ihr
an eurem Liebeschip arbeitet, weil das ist meistens halt keine sichere Beziehung so, ne? Und dann, ist, was ich auch immer wieder raten würde, macht nicht so schnell, ne? Ich weiß, es ist auch immer wieder bei Beziehungen, die schwierig werden, dieses Tempo am Anfang, ne? Dieses schnell, 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 das machen auch beide, Pluspol, Minuspol machen das beide. Und schnell zusammenziehen, lasst euch Zeit, ne? Wartet wenigstens die 100 Tage ab irgendwie, ne? Oder die 200 Tage am besten und dann kann man ja immer noch mal gucken. Das ist auch schnell überfordernd so, ne? Er umsorgte mich, war schon fürsorglich und ich dachte mir dann oft, der hat ein Thema mit zu abhängigem Verhalten oder zu pluspolig, also so, ne? Mein Verstand sagte Stopp, aber es fühlte sich so gut an und ich blieb. Ja gut, dass man nicht so aufs Gefühl hören sollte. Wenn man sein Liebeschip umprogrammiert, sage ich auch immer wieder, hör lieber heute lieber auf euren Verstand, wirklich. Die erste gemeinsame Woche war super. Er meinte, es fühle sich an wie 10 Jahre verheiratet. Dann begann ein intensiver Gefühlsaustausch. Wir haben hier leider wieder dieses Muster Volldampf los und dann, vermute ich mal, wird es jetzt irgendwann schlechter, anstatt dass sich das so langsam aufbaut. Das wollen wir eigentlich haben, ne? Auch wenn es jetzt nicht auf den ersten Blick nicht so dieses typisch krassische, mega toxische, ist es trotzdem, sieht man hier so die Bausteine so, ne? Er sagt ihm nach einem Monat, dass er mich liebt, obwohl er kurz davor meinte, dass man ja nicht immer gleich labeln muss. Ja, gut, das ist, müssen wir jetzt nicht problematisieren. Ab dem Tag waren wir zusammen. Als ich eine Woche wieder bei mir zu Hause war, vermissten wir uns, hatten intensiven Kontakt. Als es mir zwischendurch mal nicht gut ging, so mit eigenen Themen, zeigte er sich verständnisvoll, liebevoll und zugewandt. Ja, ist bestimmt ein netter Kerl, aber es ist, wie gesagt, also wenn du hier bei mir bist und auch schon, dann bist du ja selber unter Umständen ein Wackelkandidat, sag ich jetzt mal so, ne? Könnte sein. Und dann will man nicht noch jemanden haben, der auch ein Wackelkandidat ist, ne? Um nichts anderes geht es, ne? Er meinte voller Empathie, dass er es auch seine Themen hätte, dass bei ihm auch vor ein paar Jahren schlimme Sachen passiert sind. Ja. Wie gesagt, ich, Vergangenheit wäre mir jetzt alles egal, wenn es im Hier und Jetzt stimmt, aber ich meine, zumindest das Drogenthema haben wir immer noch, ne? Er blieb immer etwas nebulös und ich wollte nicht indiskret nervig nachbohren. Doch, ihr seid jetzt schon zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Monate zusammen, vermute ich mal. Da darfst du ruhig mal nervig nachbohren, ne? Du willst ja wissen, wen du da datest, ne? Nach kurzer Zeit spürte ich, dass ihm die Nähe zu viel war. Ah, here we go. Wahrscheinlich nach 100 Tagen, lass mich raten, spätestens nach 200. Ja. Das liegt aber auch an dem Tempo und man muss sich natürlich jetzt auch fragen, ich kenne jetzt dein Beziehungsmuster nicht, ob du vielleicht was mit passiver Bindungsangst zu tun hast. Ich weiß nicht, das, man kann immer so leicht sagen, oh, guck mal, jetzt werde ich ihm schon nach 3 Monaten zu viel, bis man dann vielleicht mal selber jemand hat, der immer am Ball ist und immer sagt, hey, ich will dich, ich finde dich toll, ich will Zeit mit dir verbringen. Und dann vielleicht feststellt, dass man selber so wird, ne? Also von daher sollte man da immer, sollte nicht urteilen, sondern einfach wahrnehmen, ah, es ist wieder so ein Pluspol-Minuspol-Muster, irgendjemand hier von uns beiden ist vielleicht tatsächlich bindungsängstlich oder beides oder er kann einfach nicht Beziehungen, aber letzten Endes interessiert uns ja alles nicht, was da für Label sind, weil es geht um Fakten und das ist natürlich kein gutes Fakt, ne? Das ist kein gutes Fakt. So, er wirkte dezent genervt und ich sprach es an. Er meinte, ja, so ist es manchmal, aber ich soll es nicht auf mich beziehen und dass alles gut sei. Ich hatte das Gefühl, dass er etwas unterdrückt. Gleichzeitig häuften sich subtil kleine Sticheleien. Here we go. Lovebombing, Kritik, Abschuss. Ja, selbst wenn das jetzt nicht so dieses, weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber nicht so dieses typisch, was ich oft vorlese, ist trotzdem ist wieder der gleiche Ablauf, ja, ich meine, das machen Menschen, wenn in die Nähe zu viel wird, fangen sie an zu sticheln, so, wenn sie das nicht, wenn sie nicht gesunde Grenzen setzen können, wenn sie nicht klar sagen können, was Sache ist und das, wie gesagt, das ist jetzt kein Vorwurf an ihn, das ist halt so, also ich glaube, ganz viele Menschen sind so wie er hier, so, ich meine, er gibt sich bestimmt Mühe und ist aber nicht an dem Punkt und ja, und du bleibst meiner Ansicht nach wieder nicht streng genug, zu lang drin. Also wenn ich dir jetzt Feedback geben soll, weil, ich meine, dann springen einem schon ein paar Sachen entgegen so, ne? Aber es ist, wie es ist. Das ist der Weg, ne?
Kleine Sticheleien, Kritik, Sabotage, gerade nach innigen Momenten. Ja, es geht, ja, geht einfach darum, Distanz herzustellen, so, ne? Das triggerte mich immer mehr. Ich wurde unsicher, kippte nach und nach in eine emotionale Abhängigkeit. Ja, und hier wird es für dich jetzt persönlich toxisch, weil das wollen wir nicht. Und das passiert nicht in einer sicheren Beziehung. In aller Regel nicht, ne? Und da gibt es dann andere Probleme, die man bewältigen muss, aber nicht das hier, ne? Und weil das ist, und das, woran weiß man, dass es eine unsichere Beziehung ist, dass es dich unsicher macht, ne? Dass du nicht zur Ruhe kommst, so, ne? Ja. Und die ich so gut es ging, versuchte zu überspielen. Sein Verhalten wurde immer lethargischer, heiß, kalt. Er wertete auch sich ab und so weiter. Er fing auch an, mich um Geld zu fragen. Ich meine, du datest jemand, der Drogen nimmt. Ich meine, wie gesagt, das ist überhaupt keine Wertung von mir, aber ja. Also du musst da, glaube ich, doch noch mal ein bisschen an dein Retterthema ran, so, ne? Ließ sich gern einladen. Wo sind deine fucking Standards? Ich fühlte mich zunehmend unwohl damit. Die Dynamik gefiel mir nicht mehr. Doch ich traute mich nicht mehr, für mich einzustehen. Gleichzeitig kam auch immer mehr sein Drogen-Lifestyle und seine Bequemlichkeit zum Vorschein. Ja, ich meine, kann man die Uhr nachstellen, so, ne? Launisch und so weiter und so weiter. Ja, ich wollte das alles nicht glauben, dass dieser liebevolle, zugewandte, lustige Mensch so sein konnte. Doch Retterin wollte ich nicht spielen, aber gehen wollte ich auch nicht, da es doch so schön mit ihm sein konnte. Ja, viele Menschen, die sehr wackelig sind, können kurzfristig sehr schöne Momente produzieren, ne? Das wissen wir alle. Aber wie lange gehen diese Momente? Und die werden ja nicht mehr, ne? Die werden ja immer weniger. Und das, ja, das mag ja sein. Das ist, was ich immer wieder sage, mit, wenn du jemanden zum Essen einlädst oder dich lädt jemand zum Essen ein und, weiß ich nicht, die Vorspeise ist gut und danach ist alles verkocht, hat mit vergorener Gurkenwasser irgendwie und gegorener Milch irgendwie, sind die nächsten Gänge aber nicht genießbar, dann sagst du doch auch nicht, ey super, das Essen nehme ich immer gerne weiter, weil die Vorspeise so gut ist, machst du doch auch nicht, ne? Nach knapp 2 Monaten, wir haben noch nicht mal, also ich hoffe, dass jetzt nicht nach 2 Monaten nach Beziehungsanfang, hätten wir noch nicht mal die 100 Tage geschafft, aber ich vermute mal nach zwei weiteren Monaten, gibt es nach einem schönen Abend mit Freunden die Stimmung komplett von heute auf morgen, zog eine Mauer hoch. Ja, der kann das einfach nicht, glaube ich, ne? Er sagte Dinge mit, was tue ich hier eigentlich? Was stimmt mit dir nicht, dass du mich liebst? Ja, aber ich meine, ich, wie gesagt, das ist, ich will das gar nicht werten. Das ist, er fühlt es einfach nicht mehr an diesem Punkt, ne? Und ganz häufig, ehrlich gesagt, sind ganz viele Menschen so und ganz viele Beziehungen fangen so an und hören so auf. Das, ja. Und da geht es, ja, wiederum an den Liebeschip-Werkbank setzen und diese Informationen jetzt verarbeiten, nächsten Schritt machen. Ja, so geht das, ne? Aber da sehe ich, da siehst du, dass es nicht funktioniert, ne? Von heute auf morgen machte er Schluss. Ja, damals ja wieder, also selbst in diesem nicht so offensichtlich toxischen Setting haben wir wieder den gleichen Ablauf, ne? Lovebombing, Kritik, Abschuss. Wieder der gleiche Scheiß, ne? Trotzdem wird es da, ich lese das ja, wird es da Fortschritte geben für dich und die ist auch wichtig zu feiern. Und aber den Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie ist einfach, dass sie zu lasch sind und immer wieder Entschuldigung finden, so, ne? Weil sie vielleicht noch für Mami oder Papi Entschuldigung finden müssen. Ich weiß das ja nicht, wie es bei dir ist. Aber immer wieder die offensichtlichen Sachen, wo sie denken, ach mein Gott, dann nehmen doch alle Drogen, was soll's, ist doch kein Problem. Und ja, und wir haben doch alle unsere Probleme im Leben und dann hat er eben eine beschissene Kindheit und kriegt nichts auf die Reihe und was soll's und ja, aber wenn es nur das wäre, es kommt ja immer noch mehr dazu. Aber klar, man muss Menschen auch daten, um sie kennenzulernen. Aber ich kann euch dazu nicht raten, wenn jemand schon gleich in den ersten paar Wochen sagt, hier ist mein Drogenhaufen, irgendwie, ich nehme übrigens diese Drogen. Ich kann euch einfach nicht zu raten, wenn ihr, geht ja hier schon darum. Also ihr könnt das schon gerne machen, wenn ihr Action, Drama, Dopamin, Weltschmerz, heulen, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr es gerne machen, aber ansonsten ist ja auch hier kein Ansatz, dass er das irgendwie verändern will oder so. Ja. So.
und meinte, dass er mir nicht geben kann, was ich brauche. Ja, und das ist auch, und ich glaube wirklich, dass er das ernsthaft probiert hat, glaube ich ganz sicher. Also ich glaube nicht, dass er dich da irgendwo verarscht hat. Er hat dich wirklich gemocht. Und ja, kommt jetzt aber nicht mehr klar so, ne? Und das, ne? Und da ist auch letztlich, wie gesagt, das ist überhaupt keine, ist konsequent, dass er dann Schluss macht auch, ne? Aber ich hätte sie gerne erspart. Also ich würde euch ja immer wünschen, dass ihr früher geht, so, ne? So, aber das wissen wir natürlich bei diesem Zyklus, dass das immer nicht war. Natürlich bleibt man dann nicht in Nullkontakt, sondern dann ist der Druck ja wieder weg und dann geht der Kontakt wieder los. Dass ich ein besonderer Mensch bin und dass er sich nicht weiter öffnen einlassen kann, so wie es notwendig wäre. Ja, und weißt du was? Das stimmt, glaube ich. Nach 3 Tagen Funkstille hat mir wieder Kontakt. Ja, warum? Wo lehre ich das? Vorbei, der hat seine Chance gehabt. Aus, Ende, vorbei. Next, der hatte die Nettigkeit, Schluss zu machen und ist raus. Was soll das jetzt noch? Was erwartest du? Und das müsst ihr wirklich härter werden, so Leute. Echt, wirklich. Das bringt doch nichts. Was soll denn da jetzt noch rauskommen, so, ne? Er reagiert, bis heute sind wir im Kontakt immer nur, weil ich mich melde. Warum? Wo sage ich sowas, dass man das machen soll? Nein! Lass es! Ja, also ich denke auch, er ist einfach zu viel mit seinen Drogen beschäftigt. Also ich denke, das darfst du auch nicht auf dich beziehen, so, ne? Er reagiert fast immer sofort, ist vertraut, wir telefonieren, treffen uns, er wirkt, gerade wenn wir wieder mehr Kontakt haben, eher gleichgültig, lethargisch. Ja, warum wohl? Vielleicht nimmt er Drogen irgendwie. Leute! Und ziert sich, wenn es um Treffen geht. Ja, jetzt läufst du ihm noch hinterher. Er will dich nicht. Er will dich nicht, oder er wollte dich und jetzt kann er es nicht mehr. Jetzt braucht er schon wieder Abwechslung, ne? Ich meine, da ist auch jemand, der seine Glückshormone zerschießt da oben im Gehirn. Ach, das ist kein Vorwurf, so kann man auch leben. Und was erwartest du denn da? Und warum, da musst du wirklich, wirklich überlegen, warum? Es ist völlig uninteressant, was mit ihm ist. Warum läufst du dem hinterher jetzt noch? Wo du das alles weißt. Und da muss man ansetzen, meiner Ansicht nach so, ne? Haben wir wieder Kontakt, scheint er wieder mehr in seine Polarität zu kommen. Also Polarität ist wirklich das Letzte, worum ich mich hier kümmern würde, weil es sind einfach so viele andere Sachen, ne, die am Vordergrund stehen. Egal bin ich ihm nicht, ja. Nein, du bist ihm nicht egal, aber ich habe keine. Was soll das jetzt? Das ist wieder, das Pferd ist kaputt geritten hier. Das ist aus die Beziehung. Und ja, ihr seid euch nicht egal. Ja, und was bringt das? Also, was bringt euch jetzt nicht wieder zusammen so, ne? Und vor allen Dingen, wenn, dann wird es wieder das Gleiche wieder von vorne losgehen, ne? Das Match ist einfach so wichtig, ne? Und man muss wirklich Menschen suchen, die eine konstante Beziehung zu einem führen können, ne? Sonst kommt immer wieder sowas dabei raus, ne? Und das zeigt er mir auch, weil er sich sorgt um mich und auch den einen oder anderen Gefallen tut. Leider ist dieses Verhalten nicht beständig. Ja, was erwartest du von ihm? Nimm Drogen. Und er gibt bestimmt sein Bestes hier, aber ich rate euch ja immer, euch nicht wirklich, wenn man, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, man wirklich, ich habe allen Respekt der Welt, wer weiß, was einem noch alles selber passiert im Leben, also wirklich, es gibt viele Gründe bestimmt, warum man Drogen nimmt und aber das ist kein, das weiß ich nicht, ich würde an deiner Stelle auch Angst haben, dass sich das irgendwie reinzieht, dass sich das wirklich destabilisiert und also wenn du wirklich heilen willst, dann weiß ich nicht, ob dir das gut tut jetzt hier so, ne, ich weiß wirklich nicht, ne. Ich frage mich, was mit ihm los ist, verdeckter Narzisst oder co-abhängiger Bindungsängstler. Das Offensichtliche nennst du ja nicht, er nimmt Drogen. Und alles andere ist mir sowieso wurscht. Können wir ja nicht sagen, spielt keine Rolle, weil das ist ja der Kern meiner ganzen Arbeit ist, dass du für dich deine Standards und Dealbreaker formulierst und nicht überlegst, was mit dem anderen ist. Wozu? Das spielt keine Rolle. Also er zeigt dir, wie er ist, so, ne? Und da dürfen wir nicht werten oder so, sondern können einfach sagen, ja, da wird es keine sichere Beziehung geben, sondern nur wieder Drama,
Anfänge, Unsicherheiten, ja. Ich versuche und versuche seit Wochen auf ihn einzugehen. Warum? Also das hast du aber nicht von mir. Meine emotionale Abhängigkeit habe ich erkannt und dass ich mich zu sehr von ihm selbst entfernt habe. Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich anders machen müssen? Kann ich da noch was retten? Also ich habe natürlich keine Glaskugel, aber was da jetzt noch zu retten ist, wüsste ich jetzt nicht, weil das wird sicherlich immer wieder genauso weitergehen. Und ja, was hast du falsch gemacht? Also ich meine, es ist das Match. Ne? Also da musst du jetzt gucken, wie gesagt, wenn man da selber ein bisschen Handlungsanleitungen haben will, was Beuteschema angeht, Veränderungsbeuteschemas, mach die Kurse, fang bei Modul 1 an oder bei Modul 0 im Liebeskummer. Und nee, du hast, er hat nichts falsch gemacht, du hast nichts falsch gemacht, aber ihr seid kein sicheres Match. Und wenn man sagt, was könnte man anders machen, würde ich sagen, zu lange ignoriert, aber ich habe das gesagt früher auch gemacht, zu lange ignoriert, was offensichtlich ist und was dir nicht gut tut, so, ne? Zu lange in diesem Rettermodus, aber ich meine, das ist ein Prozess, also das ist, wenn man, ich vermute mal, dass du sowas schon kennst aus der Kindheit, und dann ist man wie blind dafür, ne? Das, von außen ist es immer so leicht, ne? Oh, ja, alles klar. Aber man selber ist wie blind dafür, weil man es einfach nicht auffällt, ne? Ich verstehe das schon, aber hoffe, ich konnte hier ein bisschen weiterhelfen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.